Ein Riese, bist du narrisch. Ja, und leider haben wir Pech. Da kommen wir nicht drüber. Shit, mit denen habe ich natürlich nicht gerechnet. Naja, müssen wir uns auch anders zu aussuchen. Plan B tritt wieder in Kraft. Ja, Plan B, ja trotzdem wieder neben der Donau. Und hier hat es ein bisschen was angeschwemmt, so wie es ausschaut. Und der zweite Durchgang. Ja, die kleine Höhle, was im Durchgang eigentlich der Abzweig ist, ist schon lang verschlossen, dass man da nicht mehr rein kann. Schade drum. Also ein richtiges idyllisches Platzerl da. Da mit einem Bankerl mit Ausblick auf die Donau. Ja, leider ist hier natürlich auch einiges los. Dafür wird hier ein sehr schönes Schauspiel geboten. Hier läuft die Donau über. Auf alle Fälle ein recht idyllischer Weg da. Mit den ganzen Efeu schaut es natürlich geil aus. Ja, da eine kleine Höhle. Oder ja, doch eine Nische, keine Höhle. Ja, und sehr viel Blaues von der Donau da auch nicht überblieben. Eher so klein grau das Ganze. Ja, schauen wir mal, wie weit man da gehen kann, bevor ich das auf. Gigantisch. Die Wassermenge, was da gibt, echt super. Ha, kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man daran denkt, dass da vor ein paar Tagen noch überhaupt kein Wasser da war. Wahnsinn. Da wird es auch, glaube ich, nicht mehr viel weiter gehen. Da ist zu viel Wasser da. Aber schauen wir einfach. Ja, ehrlich gesagt ist mir da hinten zu gatschig. Ein falscher Schritt und Platsch. Nass ist, das brauche ich nicht unbedingt. Bin ich noch immer verkühlt.
Ja, Freunde, ich muss gestehen, ich habe jetzt wieder umgedreht. Da sind im Augenblick solche Menschenscharen unterwegs. Das ist genau nicht meins. Ja, schau mal, ich bin jetzt am Rückweg schon langsam. Ah, da vorne kann man mal schon wieder Haufen entgegen. Eine Katastrophe. Ja, Freunde, ich werde da kein Plätzchen finden für einen gepflegten Tee, weil ich habe aufgehört zum Kaffee trinken. Ich weiß, das glaubt mir keine Sau, ich selber auch nicht. Nein, Spaß. Tee ist gut, wenn man krank ist, aber mir auch nicht. Ja, da ich da wirklich kein ruhiges Platz finde. Ich habe zwar eine Menge im Rucksack dabei, aber das war eher so zum Probetragen, wie er sie tragt. Hab da 7-8 Kilo drin, weil es mich interessiert oder kleine Strecken. Und ich habe auch gewusst, ich gehe heute nicht sehr weit, eben weil ich noch komplett verkühlt bin. Es ist zwar schon am Wege der Besserung, aber das will ich nicht unbedingt verschlimmern. Ja, dann ist euch wahrscheinlich auch schon aufgefallen, dass da wieder Mechaniks hängen. Nämlich genau dasselbe, was ich eh gehabt habe. Ja, ich weiß, ich habe mir es noch einmal gekauft, die Dodel. Aber jetzt weiß ich, was ich damit angreife. Insgesamt sind sie auch geil, geil, geil. Ja, den einen habe ich verloren. Der eine hat ein Loch. Den habe ich jetzt in Reserve, falls ich noch was heiß angreifen will. Dann nehme ich den verbrennten. Der ist eh schon hin. Und im Endeffekt habe ich das letzte Mal ja immer die gelben für die heißen Sachen gehabt. Habe ich davon da. Da kommen da die Mädels mit den Stegelschuhen entgegen. Also wenn die keinen Boscher haben, dann weiß ich nicht. Ein Horror. Ja, aber so wie es ausschaut, ist mein Plan B eigentlich ins Wasser gefallen oder quasi in die Donau, weil da ist ja mehr los wie am Jahrmarkt. Ja, das war's, das hat sich erledigt für heute. Ich gehe jetzt heim auf einen Kaffee, weil den will ich nicht einmal da trinken bei so vielen Leuten. Ja, Horror. Ja, weiter geht's und da kommen schon die nächsten Kamera raus. Ja, bin jetzt wieder bei der Hülle der Retour. Und da schauen wir mal schnell ein bisschen auf. Ja, da ist der Eingang, das ist ein kleiner Durchbruch. Und wie man da im Mauerwerk erkennen kann, sind da noch Eisenträger. Und da war mal die Stellung von einem Geschütz, wahrscheinlich Flak, Kanon, keine Ahnung, die was da auf die Donau geschaut hat und unsere Seiten verteidigt hat. Ja, die Höhle, der Durchgang ist nicht so groß. Ich zeige euch das, wir gehen da jetzt einmal rein. Da sind wir ja vorher durchgegangen. Und auch da sieht man, ist eine Stellung gewesen, kann man auch schön erkennen an die Steinformationen da. Und da ist quasi dann der Durchgang gewesen. Ist auch nicht viel zum Erkennen. Ja, ich war da früher schon einmal drinnen. Ja, jetzt gehen wir wieder raus da. Das ist nur ein normaler Durchgang da. Ja, und durch den nächsten kleinen Durchgang, ja, da spiegelt sich die Sonne in der Lacke. Sehr schön. Die Sonne lächelt uns an.
Ja, Freunde, ich verabschiede mich da gleich von euch, bevor da wieder Massen von Leuten auf mich zuströmen. Ich sage wie immer, danke fürs Zuschauen, danke fürs Dabeisein, fürs Mitlaufen und sage Servus die Malen und vierte die Burma.